Goldman Sachs hat gestern gesagt, ja, wir sehen, dass wir so eine Art goldene 1920er Jahre wiederbekommen könnten. Und erinnern wir uns, die Älteren unter Ihnen werden es vielleicht noch erinnern, in den 1920er Jahren sind die Aktienmärkte nach oben gegangen. Es entstand dann schließlich eine Euphorie. Aktien können nur steigen und dann ist es ab 1929 ein bisschen anders gekommen. Jetzt sagt also Goldman, ja, das ist super, erhöht sein Kursziel, er hat höhere Kursziele schon für dieses Jahr, erhöht dann für 2021 und 2022 weiter seine Kursziele und das angesichts einer aktuellen Situation, in der die Märkte ziemlich überspannt sind, in der in bestimmten Sektoren jetzt nach meiner Auffassung die Risiken, die Chancen deutlich überlagern, will ich versuchen in Charts mal auch technisch ein bisschen zu zeigen, warum das so ist und wie jetzt eigentlich die Lage ist. Schauen wir uns zunächst mal den gestrigen Handelstag an, der ja ein bisschen dünn war an der Wall Street, so ein halber Feiertag, Veterans Day, die Anleihemärkte geschlossen und von den Anleihemärkten sind zuletzt wichtige Impulse ausgegangen, weil eben die Renditen deutlich gestiegen sind, der US-Staatsanleihen, das wiederum war schlecht für Tech, das war etwas, was sozusagen die Tech-Werte belastet hat und auf der anderen Seite zum Beispiel Finanzwerten geholfen hat, die Zinskurve hat sich versteilt, das ist gut, Fristentransformation, das mögen die Banken und wir sehen aber, gestern gab es so eine Art Gegenbewegung, die Rotation aus der Rotation, wir hatten Energiewerte im Minus, die ja seit dem Montag so massiv profitiert hatten, wir hatten Finanzwerte leicht im Minus, die ja auch so stark profitiert hatten. Und wir hatten den Sektor Information Technology als größten Gewinner. Man könnte auch synonym sagen, der Nasdaq hat sich deutlich besser gehalten als die anderen Indizes. Jetzt wollen wir uns nochmal diese Geschichte mit Pfizer anschauen. Ich hatte gestern ja einiges dazu gesagt, dass ich das mal verglichen habe mit der Euphorie einst um Remdesivir. Jetzt wird ja schon gesagt, praktisch dieser Impfstoff sei da. Das ist sehr, sehr voreilig. Das ist einfach zu früh. Man kann das nicht sagen. Man kann nicht sagen, er kommt nicht, aber man kann eben auch nicht sagen, er kommt. Gestern ja die Meldung, dass der Chef von Pfizer, der CEO, 5,6 Millionen seiner Aktien verkauft hat. Man hat gesagt, ja, das sei ein Plan gewesen schon oder sei festgelegt schon seit August, aber diese Aktienverkäufe sind am Montag passiert, also als an dem Tag, als diese Pressemeldung kam, 90%ige Abdeckung gegen Infizierungen durch das Coronavirus und vielleicht noch nebenbei bemerkt, man hat also wahrscheinlich an diesem Tag, wo die Pressemeldung kam, hat man eben versucht, diese Pressemeldung vielleicht noch reinzuschieben seitens des CEO. Das war also sehr geschicktes Timing, könnte man sagen. Ich glaube da nicht an Zufall. Donald Trump vermutet ja sozusagen, dass das absichtlich für nach der Wahl aufgehoben wurde, um ihm zu schaden. Aber vielleicht sind die Motive da einfach schlichtweg egoistischer, dass eben die Verantwortlichen sich sagen, naja, okay, wir haben Aktien, wir haben vor, Aktien zu verkaufen, das ist eigentlich schon geplant, also machen wir doch diese Meldung jetzt, das wird sicherlich unser Schaden nicht sein und so ist es dann gekommen. Jedenfalls wäre auch ein solcher Plan, wenn er denn im August festgezurrt wird, jederzeit revidierbar, das heißt, der CEO hätte auch sagen können, nee, ich will jetzt doch die Aktien nicht verkaufen. Das ist also kein automatischer Mechanismus, den man nicht ändern kann. Dementsprechend zeigt es doch ein gewisses Misstrauen gegenüber der Euphorie, die selbst geschürt wurde. Schauen wir uns mal an, welche Sektoren am meisten profitieren. Hier eine Grafik von Goldman Sachs, wieder Goldman Sachs. Wir sehen, dass Energie natürlich dann am besten läuft, wenn sozusagen solche Impfstoffhoffnungen hochgekocht werden. Dann Materials, Industrials und schlecht laufende Communication Services und Information Technology, das ist genau das, was wir eben am Montag gesehen haben. Der Nasdaq ist gefallen oder Nasdaq Future, als die Meldung rauskam, nach einem kurzen Anstieg, aber dann unter Druck gekommen, während vor allem Russell 2000 Future, Dow Jones und S&P Future deutlich, deutlich gestiegen sind, weil eben in diesen Indizes eher die Sektoren sind, die hier profitieren, nämlich Energie, Materials, Industrials, gilt auch ein Stück weit für den DAX. Also das sind dann sozusagen die Indizes, die profitieren. Man kann inzwischen fast gar nicht mehr von den Aktienmärkten sprechen, weil die so teilweise extrem auseinanderdriften, muss man sagen. Und wir haben jetzt gestern eben die Situation gesehen, dass die FANG-Aktien, die teilweise ein Stück weit im kurzen Zeitfenster überverkauft waren,
sich wieder erholt hatten. Ich hatte gestern ein bisschen versucht zu argumentieren, warum diese Rotation in Value nicht dauerhaft ist, weil eben die Unternehmen sich immer stärker verschuldet haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben einfach ihr Geschäftsmodell nicht deutliche Einnahmesteigerungen, Gewinnsteigerungen hergibt, anders als bei den FANG-Aktien, die ja sozusagen wie Amazon es geschafft haben, die Dinge zu skalieren, praktisch mit relativ wenigen Mitarbeitern und relativ geringen Kosten eben weltweit einen Wahnsinnsumsatz zu erzielen. Natürlich sind die FANG-Aktien auch schon sehr, sehr anständig und hoch bepreist. Also es ist ja nicht so, dass die Investoren hier nicht schon massive Lorbeeren verteilt hätten. Die FANG-Aktien sind extrem teuer. Aber sie haben eben, wenn die Zeiten so werden, wie es sich abzeichnet in 2021, dann wieder die besseren Chancen, sich in diesem Umfeld zu behaupten. Gucken wir mal an, was da sozusagen an Kollateralschäden war, als am Montag eben dann die Tech-Werte nach unten rauschten. Da hatten nämlich Softbank, Masayoshi Son, der Wahl in Optionen, die haben Tech-Optionen wieder massiv gekauft und haben da ein bisschen auf die Mütze gekriegt. Über 3 Milliarden Dollar wurden da verloren, weil eben die Tech-Werte dann aufgrund dieser Impfstoffmeldung abgeschmiert sind. Da hat es also den Wahl wieder mal erwischt, blöderweise auf der falschen Seite, und da ist natürlich dann ziemlich Druck auf die Pipeline gekommen, was vielleicht die extreme Reaktion auch der FANG-Aktien erklärt. Aber schauen wir uns mal die Charts an, gucken wir mal an, wie da eigentlich die Ausgangslage ist. Hier sehen wir den Nasdaq 100. Wir sehen diesen Fehlausbruch zunächst mal auf der Oberseite. Dann sind wir ziemlich deutlich gefallen und sind jetzt dabei zu versuchen, die obere Trendkanallinie wieder zu attackieren. Der RSI knapp über 50, relativ neutral. Wir sehen also hier nicht einen überkauften und auch nicht einen überverkauften Markt. Wir haben unten noch ein paar Gaps und wir haben oben dieses Allzeithoch, wo wir jetzt noch ein Stück entfernt sind. Anders die Lage jetzt zum Beispiel beim S&P 500, den wir hier sehen. Die Charts sind von Michael Silver, Figuring Out Money, sehr empfehlenswerter YouTube-Kanal. Da sehen wir zum Beispiel, dass der S&P 500 deutlich über das Bollinger Band gestiegen sind. Das sind dann Extremszenarien, das war nicht nachhaltig. Jetzt sind wir sozusagen wieder in einer, naja, sehr stark überkauften Zone, aber eben nicht mehr so extrem, wie als wir über die Bollinger Bänder gestiegen sind. Wir haben jetzt 5 Gaps gemacht, relativ in kurzer Zeit. Normalerweise tendieren Gaps dazu, geschlossen zu werden. Also diese Kurslücken, das über Nacht eben praktisch dann die Kurse steigen. Dazu gleich noch eine interessante Grafik. Wir haben hier den Dow Jones. Da sehen wir sind schon ziemlich oben am Bollinger Band. Und wenn Sie gucken mal, die Kurse orientieren sich immer wieder am Bollinger Band, stoßen mal oben an, dann prallen sie zurück, dann stoßen sie unten an, dann geht es wieder rauf. Jetzt sind wir derzeit da oben, auch hier 5 Gaps auf der Oberseite und ein RSI, der schon in Richtung 70 unterwegs ist, also Überkauftheit signalisiert. Am krassesten ist diese Überkauftheit allerdings beim Russell 2000, wenn man so will, in dem Paradeindex der Value-Werte. Wir sehen hier einen RSI bei 70 mit einer leicht negativen Divergenz. Wir sehen, dass die Kurse massiv aus den Bollinger-Bändern rausgeschossen sind. Wer jetzt hier long geht, der muss darauf bauen, dass diese Impfstoffhoffnung sozusagen permanent geritten wird. Ich erwarte, dass früher oder später in den nächsten Tagen, wenn nicht Wochen, diese Euphorie ziemlich eingestampft wird, wie ähnliche wie bei dem Desivir, wenn Peer Reviews erfolgen, wenn also andere da mal sich die Daten anschauen und dann vielleicht aus der Fachperspektive eben sagen, das erscheint mir nicht so schlüssig. Also da besteht ein bestimmtes Risiko. Das Risiko ist jetzt im kurzen Zeitfenster vor allem bei den Value-Werten. Das heißt, gefährdet sind zum Beispiel der DAX, der Dow Jones und der Russell 2000, denn da sind diese Value-Werte meistens drin. Hier sehen wir mal den DAX in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Und wir sehen, wir sind da immer in dieser Zone 13.200. Da wird es immer irgendwie schwierig. Wir haben jetzt diesen massiven Anstieg gesehen. Aber wie gesagt, da wäre ich jetzt vorsichtig mit dieser Value-Geschichte, die ist ein bisschen stark ausgereizt. Und nochmal zu den Gaps. Hier sehen wir Makrocharts, zeigte, dass wir praktisch nachbörslich beim S&P 500 50% hinzugewonnen haben. In der Session, in der Day-Session, also praktisch zu Kassa-Zeiten nur 6%. Und wer
nach dem 25. März zum Beispiel den S&P gekauft hat, zu Tageszeit, also zur Zeit, wenn der Kassahandel auf ist, also zwischen 15:30 und 22 Uhr deutscher Zeit, der hätte sogar Verlust gemacht. Das heißt, wir sehen das immer wieder nachbörslich in relativ dünnen Liquiditätsumfeld, die Kurse wie von Geisterhand nach oben gezogen werden und dann in der Wall Street Session, in der Kassa-Session gar nicht so viel passiert. Kommen wir zu something completely different, kommen wir zu der Corona. Wir sehen hier neue Rekorde in den USA, 144.270 Fälle. Die Kurve geht steil nach oben. Wir sehen die Hospitalisierungen gehen steil nach oben. Wir sehen, die Todeszahl geht steil nach oben, 1421. Jetzt hat dann Texas noch einige weit über 100 gemeldet, sodass wir da wieder einen neuen Rekord erzielen. Also jetzt geht eben auch die Todeszahl nach oben. Das ist etwas, was sich eben mit Verzögerung dann immer einspielt. Und wir sehen hier zunächst mal die unkontrollierten Spreads. Je dunkler hier die Grafik, umso unkontrollierter die ganze Geschichte. Nur ganz oben im Nordosten der USA ist es ein bisschen weniger alarmierend. Wir sehen jetzt Illinois mit neuem Rekord an Hospitalisierungen. Zwei Weiße Hausmitarbeiter, darunter der Direktor des Weißen Hauses, mit Corona infiziert. New York über 3000 Fälle. New York hat jetzt neue Beschränkungen erlassen, so eine Art Lockdown Light erlassen. Alle Bars, Cafés, Restaurants etc. ab 22 Uhr geschlossen. Keine Menschenansammlungen mehr mit mehr als 10 Menschen. Italien mit den meisten Toten seit April. Und. Also wir sehen, da droht jetzt auch in den USA möglicherweise eine Art Lockdown, zumindest regional. Das ist sozusagen auch etwas, was die Märkte in nächster Zeit beschäftigen dürfte. Hier sehen wir nochmal die Hospitalisierungen in den USA, jetzt stark steigend. Auch eben die Intensivbetten immer stärker ausgelastet. Und wir sehen hier in Deutschland jetzt mit 21.866 die zweitmeisten Fälle ever. Wir haben also jetzt wieder diesen Aufwärtstrend. Wir hatten ja 13.000 nach dem Wochenende, dann 16, dann 15, dann 18, jetzt knapp 22.000. Also der Trend geht auch hier weiter nach oben, bis diese Lockdown-Leitmaßnahmen oder der differenzierte Lockdown, meine Damen und Herren, wie Herr Söder aus Bayern gesagt hat, ja, ein differenzierter Lockdown, ja, andere haben einen undifferenzierten, wir haben einen differenzierten, nein, die sind besonders erfolgreich. Dementsprechend wird das so oder so noch dauern. Jetzt kommen wir nochmal zu den Anleihemärkten. Wie gesagt, die US-Anleihemärkte gestern geschlossen. Und der Holger Cepic weist darauf hin, dass jetzt die Rendite der amerikanischen Staatsanleihe über der in der 10-jährigen griechischen Staatsanleihe liegt. Jetzt ist er der klügste Kopf der Welt, der Marcel Fratscher, der hat ja neulich gesagt, also das liegt daran, dass natürlich jetzt die Investoren merken, dass die Griechen ihre Schulden zurückzahlen. Ne? Deswegen sind die Risikoprämien so gering. Ne? Also der Marcel, der hat ja schon was in der Birne, der Marcel, ne? Der hat ja auch so schlaue Rückschlüsse ziehen kann, aber ich teilweise neidisch auf den. Also, weil die Griechen so solvent sind, sind die Anleihenrenditen so niedrig, so sagt der Marcel Fratscher, und vielleicht kommt ja bald in die EZB und vielleicht wird der mal EZB-Präsident. Gell, das wäre dann praktisch die deutsche Atomwaffe. Ne? Wenn das passieren würde, dann wären wir alle sehr froh. Ist natürlich totaler Quatsch, sondern weil letztendlich Deutschland und die anderen Solventen mit der Gemeinschaftshaftung dahinter stehen, die EZB dahinter steht, da muss man schon ein wirklich verqueres Denken haben, zu sagen, dass die Griechen offenkundig so viel Vertrauen an den Finanzmärkten genießen. Kommen wir zu Vertrauen, kommen wir zu Sir Donald. Hier berichtet jetzt von Insidern, dass vielleicht Donald Trump irgendwie mit den Resultaten wird leben können dieser Wahl, aber er wird auf jeden Fall nie sagen, ich habe verloren, denn das ist letztendlich in der Weltsicht von Donald Trump nicht vorgesehen. Du musst ein Gewinner sein, hat ihm sein Vater eingetrichtert. Das zieht sich durch alle Poren seines Körpers. Deswegen kann er schlichtweg eine Niederlage nicht eingestehen. Es würde sein Selbstbild zerstören, seine Selbstherrlichkeit gefährden, könnte man sagen. Jetzt ist nur die Frage, wie wird sich Donald Trump verhalten? Wie wird man ihn aus dem Weißen Haus kriegen? Das ist die große Frage. Wird er das doch noch irgendwie relativ smooth machen oder wird es da noch relativ herbe Dinge geben, die letztendlich kommen werden? Die Wall Street hat Donald Trump ja schon abgeschrieben, aber vielleicht ein bisschen zu früh, zumindest was die
Gefährdung sozusagen betrifft, dass Donald Trump hier noch richtig stunk machen kann. Wir werden sehen. Goldman Sachs, wie gesagt, sieht jetzt goldene Zeiten. Ich sehe kurzfristig, wir müssen ja immer die Zeitperspektiven auseinanderhalten. Es kann durchaus sein, dass wir in 2021, vielleicht sogar noch Ende 2020 neue Allzeithoch sehen. Aber kurzfristig sehe ich eher Risiken als Chancen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Tag und sage Ihnen Servus und Ciao.